Ich stelle mich ganz kurz vor. Mein Name ist Stefan Kiem, ich bin verheiratet. Wir haben zwei erwachsene Söhne und ich bin jetzt im Zürcher Oberland zu Hause in der Nähe von Efretikon und dort als Pfarrer tätig. Zu mir gehört es auch, dass ich ein paar Bücher geschrieben habe, ein paar Veröffentlichungen, und ich darf die ganz kurz vorstellen. Unser neuestes Buch, das hatte ich letztes Mal noch nicht hier, als ich das letzte Mal hier war, heißt Ich bin doch nicht ehemüde, und das haben meine Frau und ich geschrieben. Es geht darum, was wir als Ehepaar erlebt haben in unserer Ehe und ein paar hilfreiche Tipps. Zum Beispiel, wie ein Ehepaar eine gemeinsame Vision haben kann oder wie man mit Unterschieden von Mann und Frau umgehen kann oder wie Kommunikation gelingt, erfüllte Sexualität und viele andere Bereiche, was die Beziehung betrifft. Ein weiteres Buch ist Himmel und Hölle. Daraus werde ich heute eine Predigt halten. Ich glaube, Himmel und Hölle ist ein Thema, das etwas unterbeleuchtet ist in unserer Zeit. Oder es wird sogar abgeschwächt. Und das finde ich nicht sehr gesund. Wie wird es im Himmel sein? Gibt es im Himmel eine Belohnung? Das werden wir heute hören. Wie wird es im Himmel sein? Was machen wir den lieben langen Tag im Himmel? Und kommen auch homosexuell Empfindende und Selbstmörder in den Himmel? Ein Thema, das ja top aktuell ist, wenn wir an die Politik denken oder die reformierte Kirche, was sie da bestimmen haben. Dann ein Buch, Mit Gott reden, das Beziehungsgebet nach dem Unser Vater. Ich glaube, das Zentrale unseres Glaubens ist die Beziehung mit Gott. Und wie können wir da Gott ganz nahe kommen in der Beziehung? Wie können wir mit Verheißungen beten? Was ist mit den unerhörten Gebeten? Was ist, wenn ich blockiert bin beim Beten? Und wie können wir auch als Gemeinde zusammen beten? Dann dieses Buch Gottes Liebe erfahren und weiterschenken ist eine ermutigende Reise durch den Epheserbrief. 24 ganz praktische Themen, Thema Berufung, wie Ehe gelingt, Grundlagen der Kindererziehung, geistlicher Kampf, was halt alles vorkommt im Epheserbrief. Und zu guter Letzt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es geht hier um Themen wie Informationen, Anweisungen und Wünsche an die Angehörigen im Falle deines Todes. Und wenn du deine Angehörigen entlasten möchte im Falle deines Todes, ist das etwas, was du ausfüllen solltest. Da geht es um Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, Sterbebegleitung, Testament. Was passiert, wenn wir unverhofft sterben mit den unmündigen Kindern? Also ganz wichtige Themen. Diese Bücher eignen sich auch zum Studium in den Hauskreisen, in Kleingruppen. Also schaut euch das an. Liegt hinten auf dem Tisch auf, Preise sind angeschrieben, man kann sich da bedienen und das Geld in die Kasse legen. Ein Christ sagt, ich bin gerettet, alles andere interessiert mich nicht. Manchmal scheint es mir, dass wir Menschen den Bezug zum Jenseits verloren haben. Wir investieren so viel in diese kurze Zeit, wenn es hochkommt, sind es 100 Jahre. Aber die Ewigkeit, spielt die eine Rolle in unserem jetzigen Dasein? Ich glaube, unser Leben, unsere Nachfolge sollte vom Himmel her, von den Auswirkungen auf die Ewigkeit verstanden werden. Und so soll es nicht heißen, Hauptsache gerettet, sondern Leben für die Ewigkeit. Und dazu möchte ich mit euch heute ein Thema anschauen. Gibt es im Himmel eine Belohnung? Wir werden dabei einen Blick in den Himmel wagen. Nun, der Himmel, den können wir nur mit Bildern erfassen, mit menschlichen Bildern. Weil der Himmel übersteigt alles, was wir uns menschlich vorstellen können. Also wenn ich heute Bilder gebrauche vom Himmel, dann ist das etwas, das wir Menschen verstehen können, gewisse Dinge ableiten können, aber wie er wirklich sein wird, der Himmel, das werden wir nicht erfassen, das sehen wir dann mal und das wird überwältigend sein. Gewaltig. Nun gibt es im Himmel eine Belohnung, manche tun sich schwer damit. Aber die Bibel macht deutlich,
dass die Werke der gläubigen Menschen, die an Jesus Christus glauben, belohnt werden. Ich möchte mit euch kurz zwei Texte anschauen, die das einfach mal grundlegend darlegen und dann ein etwas längerer Text ausführlich besprechen. In Matthäus 5 heißt es: Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Also es wird eine große Belohnung geben, das ist uns schon mal zugesagt. Matthäus 10, wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Also wir sehen schon, es gibt einen Lohn für einen Propheten und es gibt einen Lohn für einen Gerechten. Und wir könnten weiterfahren, es gibt einen Lohn für einen Apostel und für einen Lehrer und für eine Putzfrau und für alles Mögliche. Und das Schöne ist, wenn du jemand einlädst, bekommst du seine Belohnung. Also er bekommt sie auch, aber du bekommst es auch. Gastfreundschaft wird belohnt. Ich möchte nun tiefer eintauchen in dieses Thema in 1. Korinther 3. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag doch auf 1. Korinther 3. Da werden wir uns noch nun vertieft beschäftigen damit. Wer ist denn Apollos? Und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann jener anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Dein Fundament, wenn du Jesus kennst, ist in Jesus Christus gelegt. Ein bisschen Geschichte zu den Korinthern. In Korinth herrschte Eifersucht. Die haben zusammen gestritten. Da war der Apollos und da war der Paulus. Und die einen hielten sich mehr zu Apollos und die anderen mehr zu Paulus. Die einen sagten, die Apologetik, die Verteidigung der Glaubenslehre ist wichtig. Und die anderen sagten, nein, wir sind Paulaner. Und wenn wir jetzt von Deutschland kämen, wüssten wir, es gibt ein Paulanerbier, also das sind die Biertrinker. Natürlich nicht, Paulus war der Evangelist. Und vielleicht kennt ihr das auch in der Gemeinde. Die einen sagen, wir müssen die Bibel studieren und nach innen arbeiten. Und die anderen sagen, nein, wir müssen auf die Straße, wir müssen evangelisieren und den Menschen die gute Nachricht bringen. Was ist jetzt wichtiger? Nun, ich glaube, es braucht beides. Aber noch wichtiger ist das, was Gott tut. Gott schenkt den Wachstum bei jedem einzelnen Gläubigen. Und Gott schenkt den Wachstum, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Gott hat das Wesentliche in Jesus Christus getan. Er hat seinen Sohn auf diese Erde gesandt und Jesus ist am Kreuz für deine und meine Sünden gestorben. Er hat ein für alle Mal bezahlt, damit unsere Schuld, die uns von Gott trennt, getilgt ist und wir Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel haben können. Ein wunderbares Geschenk. Das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Und zu deiner Rettung kannst du nichts hinzutun und nichts hinwegnehmen, weder mit guten noch mit schlechten Werken und Taten. Das Fundament ist gelegt in Jesus Christus und das genügt. Wer Jesus als Fundament hat, der wird nicht ins letzte Gericht kommen. Das letzte Gericht vor dem weißen Thron, das nach dem tausendjährigen Reich stattfinden wird, das wird kein Thema sein für dich, wenn du Jesus Christus als Fundament hast. Aber
Es gibt noch ein anderes Gericht. Der Richterstuhl Christi. Und da werden alle gläubigen Menschen erscheinen. Ich möchte das vorlesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 10. Es heißt dort, denn wir alle, und Paulus spricht zu den Korinther Christen, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn, da gibt es einen Lohn, für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut oder böse war. Also nach der Entrückung, das ist ja das Nächste, was wir erwarten, großes Ereignis, Jesus kommt zurück und die Gläubigen werden entrückt. Und die toten Gläubigen, die schon gestorben sind, werden auferstehen und ebenfalls entrückt. Und dann kommen wir vor den Richterstuhl Christi. Um das ein bisschen noch zu verdeutlichen, habe ich so eine Gegenüberstellung gemacht. Es gibt ein Gericht vor dem weißen Thron Gottes und es gibt den Richterstuhl Christi. Es gibt noch andere Gerichte, aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Aber diese zwei möchte ich kurz beleuchten. Wer, wann, was? Hier Ungläubige aller Zeiten vor dem weißen Thron. Hier Gläubige aller Zeiten. Wann? Nach dem tausendjährigen Reich. Hier nach der Entrückung, also viel früher. Was? Hier geht es nur um die Verurteilung. Und hier geht es in Anführungsstrichen nur um die Belohnung. Ist Jesus dein Fundament? Dann geht der Bau erst so richtig los. Und dazu wollen wir weiter im 1. Korintherbrief ein paar Verse lesen. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgabe, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel. Und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen. Den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir mitarbeiten und ihr seid Gottes Ackerfeld. Ihr seid Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh. Du bestimmst, was auf deinem Fundament gebaut wird. Es heißt in diesem Text, wir sind Gottes Acker, wir sind Gottes Bau und gleichzeitig sollen wir sorgfältig dafür schauen, was auf diesem Fundament Jesus gebaut wird. Es reicht also nicht einfach gerettet zu sein. Das Leben mit Jesus fängt dann erst an. Dann geht es so richtig los. Und die Frage stellt sich, mit welchen Materialien baust du? Mit verbrennbaren, vergänglichen Materialien? Holz, Schilfrohr, Stroh? Oder mit Gold, Silber, Edelsteinen? Nun, wie sieht der Bau mit beständigen, mit wertvollen Materialien aus? Wir haben hier vorne etwas ganz Interessantes gelesen in Vers 8. Und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Also nicht die Resultate deines Lebens sind entscheidend, sondern dein Einsatz. Es geht also nicht darum, wie viele Menschen konntest du zu Jesus Christus führen oder so etwas. Das wäre ein Resultat. Und ich merke, Resultate kann ich ganz schlecht beeinflussen. Aber mein Einsatz, wie ich mich investiere, das kann ich sehr wohl beeinflussen. Und das Kriterium, wie wir beurteilt werden, ist nicht das Resultat, sondern dein persönlicher Einsatz. Von dem, was du bekommen hast. Nicht, was jemand anders bekommen hat, sondern was du bekommen hast. Was bedeutet das konkret?
Ich habe weiter darüber nachgedacht und ich habe so 4 Punkte, die deinen persönlichen Einsatz beschreiben. Das erste, entscheidend sind deine Motive, warum du etwas tust. Es ist wie bei dem Mann in Matthäus 25, der verreist und den Dienern ein Vermögen hinterlassen hat. Und der Geber kommt zurück und will Rechenschaft von seinen Dienern. Und dann gibt es einen Diener, der schneidet ganz schlecht ab. Und hört einmal, was zu ihm gesagt wurde. Oder was er sagt. Vers 25. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent. Hier hast du zurück, was dir gehört. Sein Motiv, seine Motivation war Angst. Und ich glaube, Angst ist ein ganz schlechter Motivator. Überlegen wir einmal, was könnte für uns Christen eine gute Motivation sein? Etwas zu tun oder zu lassen. Was würdet ihr sagen? Es kommt euch spontan in den Sinn. Entschuldigung? Dass wir damit Gott ehren. Danke. Weitere Ideen? Liebe. Also das stimmt, was du sagst. Aber auf das wollte ich heraus. Die Liebe. In 1. Korinther 13 lesen wir, dass ohne die Liebe alles wertlos ist. Etwas salopp gesagt, du kannst dein Leben für jemand anderen hingeben, wenn du es nicht aus Liebe tust, ist es für die Katz. Das wird doch ganz stark betont. Unsere Motivation ist entscheidend. Und ich muss mich immer mal wieder fragen, warum tue ich etwas oder tue ich es nicht? Aus welcher Motivation? Mache ich es aus Liebe oder weil es vielleicht mir vor allem etwas bringt und ich gut dastehe? Oder ist es wirklich Liebe zu Gott, Liebe zu den Mitmenschen? Etwas Zweites. Entscheidend ist dein Gehorsam gegenüber Gottes Willen. Die guten Diener werden dann gelobt und von ihnen heißt es in Vers 21, sehr gut erwidert der Herr, du bist ein tüchtiger Diener. Tüchtig im Griechisch ist Agathos. Agathos bedeutet, der ist brauchbar, der ist zufriedenstellend, oder so ein guter Arbeiter. Nun, wann bist du Agathos? In dem Moment, wo du Gottes Weisungen und Gottes Willen umsetzt. Gottes Aufträge, die er uns gegeben hat, wahrnimmst und in deinem Alltag lebst. Etwas Drittes. Entscheidend ist deine Treue. Ich lese nochmals diesen Vers 21, da heißt es, sehr gut erwidert der Herr, du bist ein tüchtiger, und ich habe 2 Worte ausgelassen vorher, und treuer Diener. Und dann heißt es noch, du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Treu auf Griechisch ist Pistos. Pistos bedeutet vertrauenswürdig, zuverlässig. Nun, wann sind wir Pistos? Dann, wenn sich Menschen auf uns verlassen können. Wenn wir zuverlässig sind, treu sind. Wenn wir nicht gleich davonrennen, wenn es ein bisschen schwierig wird in der Kleingruppe oder im Kids-Treff oder wie auch immer. Einfach mal treu sein. Durchhalten, an etwas dranbleiben. Und noch etwas Viertes. Entscheidend sind deine Worte. Ich sage euch, Matthäus 12, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Du kannst mit deinen Worten Menschen segnen oder du kannst ihnen fluchen. Mit Fluchen meine ich jetzt nicht, dass du einen Fluch aussprichst über sie, aber es gibt so Menschen, die haben eine Eigenart, immer nur das Haar in der Suppe zu sehen. Und dann sind sie ständig am Kritisieren. Dabei wäre so viel Suppe da und nur so wenig Haar. Nimm das Haar, leg es auf die Seite und genieß die Suppe. Freu dich ab dem Positiven und sag das deinem Nächsten. Ermutige ihn, segne ihn. Das ist auferbauend.
Ich habe in der Gemeinde jemanden, der hat gerade seinen Dienst beendet, weil er gesagt hat, die Leute kommen immer und reklamieren. Und ich muss sagen, der Typ macht einen super Dienst. Natürlich gibt es immer Verbesserungspotenzial. Aber sag bitte 10-mal, was er gut macht und einmal vielleicht, wo das Verbesserungspotenzial liegt. Und nicht umgekehrt. Segnet. Nun, im Buch gibt es noch mehr ganz praktische Anweisungen, wie wir mit Gold, Silber und Edelsteinen bauen können. Ich kann auf das jetzt nicht eingehen, weil ich möchte noch einen Schritt weiter gehen im Korintherbrief. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, also Jesus bleibt das Fundament, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Wenn du Jesus Fundament hast, wird Gott dein Leben beurteilen und belohnen. Also wie du dein Leben baust, hat eine Auswirkung auf die Ewigkeit. Die Belohnungskriterien, die haben wir gesehen. Unsere Motive, unser Gehorsam, unsere Treue und unsere Worte. Und jetzt stelle ich immer wieder fest, ja, Menschen haben Mühe aufgrund von 1. Korinther 3, da kommt plötzlich so ein Druck für sie entgegen. Muss ich jetzt doch gute Werke leisten, um dann gerettet zu werden? Nein, das Fundament ist Jesus. Gerettet werden wir alleine aufgrund von Jesus Christus. Aber es geht noch um mehr, um Belohnung. Ich möchte den Hintergrund von 1. Korinther 3 auf den Paulus zurückgreift, kurz erklären. In Korinth gab es diesen Richterstuhl, den Paulus hier als Bild verwendet, für den Richterstuhl Christi. Es gab damals die ismitischen Spiele und mitten auf dem Marktplatz war der Richterstuhl aufgebaut, bei dem diejenigen, die an den ismitischen Spielen gute Resultate errungen hatten, belohnt wurden. Ismitische Spiele, das war so etwas wie Olympiade in der heutigen Zeit. Und dann kam man dahin, bekam für eine Krone, einen Kranz oder auch soziale Vergütungen, zum Beispiel Steuererlass. Also wenn du beim Stabhochsprung gewonnen hast, dann musstest du vielleicht keine Steuern mehr zahlen dein Leben lang. Das war doch super, oder? Würden wir doch auch gerne nehmen. Und es gab aber auch Strafe für Regelverstöße. Auch das wurde geahndet. Nun, wenn ich das auf unsere Situation übertrage, dann macht es etwas Zweifaches mit mir. Das Erste ist, ich freue mich riesig auf diese Belohnung. Oder habt ihr mal Olympiade geguckt oder sonst einen Sportanlass, wenn die da geehrt werden und ihre Medaille umgehängt bekommen, wie die strahlen? Und was die dann im Interview erzählen, wie sie für ihr Land gekämpft haben und wie glücklich dass sie sind und ich weiß nicht was. Eine Riesenfreude. Das ist das eine. Das zweite, ich werde mit einer gesunden Ehrfurcht vor Gott erfüllt. Ich werde einmal für mein Leben Rechenschaft ablegen müssen. Was habe ich gemacht in diesen wenigen Jahren, die mir hier zur Verfügung stehen? Nun, vor dem Richterstuhl Christi werden unsere Motive, unser Verhalten geprüft und allenfalls auch belohnt. Es geht dabei nicht um gerettet oder nicht gerettet. Es heißt ausdrücklich im Text, selbst der, der keine Belohnung bekommt, er ist gerettet wie durchs Feuer hindurch. Aber er ist gerettet. Und er wird sagen, Gott sei Dank. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich möchte da nicht einmal vor dem Richterstuhl Christi stehen und dann heißt es, Stefan, komm herein. Alles andere lassen wir liegen. Ich möchte hören, was wir in Matthäus 25, Vers 21 lesen.
sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest des Herrn. Möchtest du das nicht auch hören? Sehr gut. Nun, ich stelle mir das konkret vor dem Richterstuhl folgendermaßen vor. Jesus sitzt auf dem Richterstuhl und wir stehen einzeln vor ihm. Und Milliarden von geretteten Christen und Juden stehen alle zusammen. Und dann fängt Jesus an. Er fängt an aufzuzählen. Tom, das hast du toll gemacht. Das hast du toll gemacht. Das hast du toll gemacht. Und der Tom fängt an zu strahlen. Und wir freuen uns, oder mit ihm. Weil es gibt keine Eifersucht mehr im Himmel. Das könnt ihr euch abschminken. Wir freuen uns einfach alle mit. Und er fängt an zu fliegen. Der ist so erfüllt mit Freude, dass Jesus ihn lobt für das und jenes und dass es in der richtigen Haltung getan hat. Und dann bekommt Tom eine Schatzkiste. Etwa so groß. Und deine ist vielleicht so groß. Und der Tom wird sich freuen, dass du eine so große bekommst. Und dann kommen wir noch zu den Dingen, die der Tom nicht so gut gemacht hat. Und dann wird Jesus sagen, für das alles habe ich bezahlt. Das spielt keine Rolle mehr. Ein anderer Vergleich. Wir sind im Himmel alles perfekte Glühbirnen. Die einen leuchten mit 20 Watt, die anderen mit 40, die anderen mit 60 und der Tom mit 100. Das ist ein ganz heller. Und wisst ihr was, vorher beim Ausgang hat mir jemand etwas ganz Wichtiges gesagt, das habe ich noch nie geschnallt. Sie haben eine neue Lampe gekauft und die ist viel heller als die alte Lampe und die ist zu hell. Es ist nicht so wichtig, ob du 20, 40, 60 oder 100 Watt hast. Wichtig ist, dass du am richtigen Ort bist und dass es passt. Ganz schöner Gedanke, der mir da mitgegeben wurde. Abschließend, wie sieht deine Belohnung aus? Ich muss ganz ehrlich sagen, das wüsste ich auch gerne. Wir haben nur ganz wenige Hinweise. Aufgrund von den Gleichnissen mit den anvertrauten Gaben und Talenten in Lukas 19 oder Matthäus 25 wird allen Knechten, den Guten, gleich gesagt, kommt herein zum Freudenfest deines Herrn. Also alle sind eingeladen zum Freudenfest des Herrn. Unterschiedlich ist dann das Maß der Belohnung. Die einen werden über 5 Städte gesetzt und die anderen über 10. Da gibt es einen Unterschied. Aber das ist okay. Und allen gleich wird wieder gesagt, du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Vielleicht denkst du, hey, ich bin Chef einer Firma, ich habe unheimlich viel Verantwortung. Die hast du wirklich, ja. Aber im Gegensatz zu dem, was im Himmel dir anvertraut wird, ist das nichts. Wenig. Und dann wird es viel sein. Freust du dich auf diese Belohnung? Nun, auch wenn nicht eindeutig klar ist, was diese Belohnung, diese Vollmacht über diese Städte beinhaltet, wird doch einiges deutlich. Das Leben in Liebe, Gehorsam, Treue und mit den guten Worten, das lohnt sich. Unser Leben hier im Heute hat eine Auswirkung auf den Himmel. An anderer Stelle heißt es, wir sollen Schätze sammeln im Himmel. Also lassen wir uns doch vom Himmel, von der Ewigkeit auch beeinflussen in der Gegenwart. Als Folge werden wir eine große Belohnung empfangen. Wir werden nicht nur im Hochzeitsfest dabei sein oder beim Hochzeitsfest dabei sein, sondern wir werden von Gott geehrt. Das möchte ich euch noch zeigen mit einem Bibelvers. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Das wäre das Bauen. Wir bauen, wir folgen Jesus nach. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater
ehren. Könnt ihr euch das vorstellen? Der lebendige Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, vom ganzen Universum, wird dich persönlich ehren. Wow! Am Schluss werden wir alle Gott ehren, das ist mir auch klar. Aber es gibt einen Moment, sagt die Bibel, da wird Gott uns ehren. Ich finde das gewaltig. Ich möchte für zwei Dinge einladen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast Jesus noch nicht als dein Fundament. Du hast vielleicht viel schon gehört von Jesus oder bist erst gerade am Suchen. Ich möchte dich einladen, sprich Tom oder mich an oder sonst jemand, den du kennst aus der Gemeinde, und lass Jesus dein Fundament sein. Anders ausgedrückt, werde ein Kind von Gott. Komme zum Glauben an Jesus Christus. Vielleicht sagen dir diese Begriffe nicht viel. Sprich Tom oder jemand an hier und lass dir das erklären. Und lass Jesus dein Fundament sein. Das ist entscheidend wichtig. Und wenn Jesus schon dein Fundament ist, dann hoffe ich, dass ich dich ermutigen konnte, Vollgas zu geben in der Nachfolge. Es lohnt sich, ewigkeitsbezogen zu leben. Ich möchte beten und dann haben wir ein Musikstück, bei dem wir einfach zuhören können, nochmals über das nachdenken können, was wir gehört haben. Und ich möchte es einfach anbieten. Vielleicht sind Fragen da zur Predigt, zu dem, was ihr gehört habt. Ich möchte nochmals nach vorne kommen, dann anschließend und einfach eine kurze Fragezeit haben. Oder vielleicht ist dir nochmals etwas in Erinnerung gekommen, was du denkst, das möchte ich zur Ehre Gottes sagen. Auch dazu soll nochmals kurz Gelegenheit sein. Aber beten wir erst und dann hören wir das Musikstück. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mit deinem Sohn Jesus ein Fundament gelegt hast. Danke, dass du deinen Sohn auf diese Erde gesandt hast, dass du ihn für uns geopfert hast, damit wir mit dir zusammen sein können. Danke viel, vielmals. Und ich danke dir, dass unser Leben nicht einfach ins Nichts geht, sondern wir ein bestimmtes Ziel haben, die Gemeinschaft mit dir. Und auf diesem Weg dürfen wir uns gebrauchen lassen von dir. Und Herr, hilf uns dabei. Lass uns in der richtigen Haltung einfach leben und korrigier uns, wo wir abdriften. Und danke dürfen wir gewiss sein, dass eine Belohnung aussteht. Auch wenn wir nicht genau wissen, was das ist, wir werden belohnt, wir werden geehrt. Und das ist etwas Gewaltiges und wir freuen uns darauf. Danke vielmals. Wir wollen dich ehren mit allem, was wir tun. Amen.